Ein Feld ABCDE ist in der nebenstehenden Figur in durchgezogener Linie dargestellt. Die Zeichnung ist nicht maßstabgerecht. Die Maße der geraden Strecken sind für AB 50 Meter, für BC 60 Meter und für DE 70 Meter. Wegen einem vorhandenen Hindernis konnte die Länge der geraden Strecke AE nicht gemessen werden, aber der Winkel, den die Seiten AB und BC bilden, wurde gemessen und misst 127 Grad. Der Kreisbogen CD mit Radius 10 Meter ist tangent zu den Seiten BC und DE, deren Verlängerungen am Punkt F einen Winkel von 132 Grad bilden. Berechne die Länge der geraden Strecke AE und bewerte die gesamte Fläche des Feldes ABCDE. Die Rechnungen müssen mit 5 Dezimalstellen vorgenommen werden. Zusätzlich zu diesen Informationen wissen wir, dass die Strecke OD genauso lang ist wie die Strecke OC, weil es ja der Radius von diesem Kreisbogen ist. Also haben wir hier 10 Meter. In C und in D haben wir jeweils einen rechten Winkel. Dieser Winkel am Punkt F beträgt 132 Grad und dieser Winkel am Punkt B beträgt 127 Grad. Gefragt werden die Länge dieser Strecke AE, Länge, die wir in Meter ausdrücken werden, und den Flächeninhalt Groß A von diesem Feld ABCDE, Flächeninhalt, den wir in Quadratmeter ausdrücken werden. Bei solch einer Aufgabe brauchen wir einen guten Plan. Wir werden die Länge von dieser Strecke AE berechnen als Seitenlänge von diesem Dreieck AOE. Und wir werden uns Schritt für Schritt diesem Dreieck nähern. Zuerst werden wir in diesem rechtwinkligen Dreieck BCO arbeiten, dann in diesem Dreieck ABO, anschließend in diesem Viereck OCFD und dann noch in diesem rechtwinkligen Dreieck EDO. Um den Flächeninhalt von diesem Feld ABCDE zu finden, bestimmen wir zuerst den Flächeninhalt A1 von diesem Kreissektor, dann den Flächeninhalt A2 von diesem rechtwinkligen Dreieck, dann den Flächeninhalt A3 von diesem Dreieck ABO, anschließend den Flächeninhalt A4 von diesem Dreieck AOE und letztendlich den Flächeninhalt von diesem rechtwinkligen Dreieck EDO. Um dann den Flächeninhalt von dem gesamten Feld zu finden, reicht es, diese 5 gefundenen Flächeninhalte zu addieren. Wir beginnen mit dem rechtwinkligen Dreieck BCO, indem wir diese zwei Winkel Alpha und Beta nennen. In diesem rechtwinkligen Dreieck BCO gilt, der Tangens von Alpha, das ist die Gegenkathete 10 geteilt durch die Ankathete 60. Und daraus schließen wir, dass Alpha ungefähr 9,46232 Grad misst. Wir halten diesen Wert für Alpha hier fest. Wir wissen auch, dass Beta gleich 90 Grad minus Alpha ist, weil das Dreieck BCO ja ein rechtwinkliges Dreieck ist. Hier ersetzen wir Alpha durch diesen Wert und finden für Beta diesen Wert so ungefähr. Wir halten diesen Wert für Beta hier fest. Die Hypotenusenlänge BO können wir finden durch den Satz des Pythagoras.
Wir finden die Hypotenusenlänge als Quadratwurzel der Summe der Quadrate von beiden Kathetenlängen und somit wissen wir, dass BO ungefähr 60,82763 Meter misst. Diesen Wert für BO halten wir hier fest. Im Dreieck ABO bezeichnen wir diese zwei Winkel mit Gamma und Delta. In diesem Dreieck ABO erkennen wir sofort, dass dieser Winkel Gamma gleich ist zu diesem Winkel von 127 Grad minus den Winkel Alpha. Also wissen wir, Gamma ist gleich 127 Grad minus Alpha. Wir ersetzen Alpha durch seinen Wert und finden somit für Gamma ungefähr diesen Wert. Und diesen Wert für Gamma halten wir hier fest. Jetzt suchen wir diese Seitenlänge AO und das werden wir machen durch die Kosinusregel im Dreieck ABO. Die Kosinusregel besagt, AO im Quadrat ist gleich zur Summe der Quadrate von AB und BO minus das Doppelprodukt von AB und BO mal Kosinus des Winkels, den diese zwei Seiten AB und BO bilden, also Kosinus von Gamma. In dieser Formel ersetzen wir alle Größen durch die bekannten Werte und finden so als Seitenlänge AO ungefähr 94,93290 Meter. Diesen Wert für AO halten wir hier fest. Jetzt werden wir noch diesen Winkel Delta bestimmen und das machen wir durch die Sinusregel in diesem Dreieck ABO. Sinusregel, die besagt, dass AO geteilt durch Sinus von Gamma gleich ist zu AB geteilt durch Sinus von Delta. Aus dieser Gleichheit wissen wir, dass der Sinus von Delta gleich zu diesem Bruch ist. Jetzt ersetzen wir diese drei Größen durch die bekannten Werte und finden so für Delta ungefähr 27,84089 Grad. Diesen Wert für Delta halten wir hier fest. In diesem Viereck CFDO nennen wir diesen Winkel Phi. In diesem Viereck CFDO haben wir bei C einen rechten Winkel und bei D auch. Und demzufolge muss der Winkel Phi gleich sein zu 180 Grad minus diesen Winkel CFD, der 132 Grad misst. Also wissen wir, dass die Öffnung vom Winkel Phi 48 Grad beträgt. Und diesen Wert halten wir hier fest. In diesem rechtwinkligen Dreieck EDO bezeichnen wir diesen Winkel mit Theta. In diesem Dreieck EDO sehen wir also, dass der Tangens von Theta gleich ist zur Gegenkathete 70 geteilt durch diese Ankathete 10, woraus wir schließen, dass Theta ungefähr diesen Wert hat. Diesen Wert halten wir hier fest. Die Hypotenusenlänge EO finden wir schnell durch den Satz des Pythagoras und der ergibt sofort, dass EO ungefähr 70,71068 Meter misst. Diesen Wert für EO halten wir hier fest. In dem Dreieck AEO bezeichnen wir diesen Winkel mit Omega. Wir arbeiten jetzt in diesem roten Dreieck AEO und erkennen hier sofort, dass Omega gleich ist zu 360 Grad minus Beta minus Delta minus Phi minus Theta. Wir ersetzen diese vier Winkel durch die bekannten Werte
und finden so sofort für Omega ungefähr 121,75153 Grad. Diesen Wert für Omega halten wir hier fest. Und letztendlich werden wir diese Seitenlänge AE bestimmen durch die Kosinusregel in diesem Dreieck AEO. Die Kosinusregel in dem Dreieck ergibt: AE im Quadrat ist gleich zu AO im Quadrat plus EO im Quadrat minus 2 mal AO mal EO mal Cosinus des Winkels, den diese zwei Seiten bilden, also mal Cosinus von Omega. Auch hier, wir ersetzen alle Größen durch die bekannten Werte und finden so für AE im Quadrat diese Zahl. AE ist also die Quadratwurzel von dieser Zahl und somit finden wir für AE ungefähr 145,17984 Meter. Diese Endantwort halten wir hier fest. Jetzt sollen wir noch den Flächeninhalt von diesem Feld ABCDE bestimmen. Wir beginnen mit dem Flächeninhalt A1 von diesem Kreissektor. Um den Flächeninhalt A1 zu finden, müssen wir zuerst diesen Winkel Phi in Radiant ausdrücken. Wir wissen, dass 180 Grad Pi Radiant sind. Also ist 1 Grad Pi 180stel Radiant und 48 Grad 48 Pi 180stel Radiant. Die Formel, um den Flächeninhalt von einem Kreissektor zu finden, ist Flächeninhalt gleich Zentriwinkel in Radiant ausgedrückt mal das Quadrat vom Radius geteilt durch 2. Also hier 48 Pi 180stel mal Radius 10 im Quadrat geteilt durch 2. Und das ergibt als Flächeninhalt A1 von diesem Kreissektor ungefähr 41,88790 Quadratmeter. Der Flächeninhalt A2 von diesem rechtwinkligen Dreieck BCO wird berechnet durch Basis mal Höhe geteilt durch 2. Also hier 60 mal 10 geteilt durch 2 und somit beträgt dieser Flächeninhalt A2 300 Quadratmeter. Den Flächeninhalt A3 von diesem Dreieck ABO können wir berechnen durch die Formel Seite AB mal Seite BO mal Sinus des Winkels Gamma, den die zwei Seiten bilden, geteilt durch 2. Auch hier ersetzen wir diese Größen durch die bekannten Werte und somit finden wir als Flächeninhalt A3 von diesem Dreieck ABO ungefähr diese Zahl in Quadratmeter ausgedrückt. Um den Flächeninhalt A4 von diesem Dreieck AEO zu bestimmen, können wir dieselbe Formel anwenden, die wir gebraucht haben, um A3 zu berechnen. Wir rechnen also Seitenlänge mal Sinus des Winkels, den die zwei Seiten bilden, geteilt durch 2. Hier ersetzen wir diese drei Größen durch die bekannten Werte und somit finden wir als Flächeninhalt A4 von diesem Dreieck AEO ungefähr diese Anzahl Quadratmeter. Wir berechnen den Flächeninhalt A5 von diesem rechtwinkligen Dreieck EDO einfach durch Basis mal Höhe geteilt durch 2. Also hier 70 mal 10 geteilt durch 2. Und somit finden wir als Flächeninhalt A5 350 Quadratmeter. Den Flächeninhalt Groß A von dem gesamten Feld ABCDE finden wir also als Summe von diesen fünf Flächeninhalten
Und somit finden wir als Flächeninhalt Groß A von dem Feld ungefähr 4894,34823 Quadratmeter. Und das ist die zweite Endantwort.